mein Name ist Stoffe und ich möchte euch heute zeigen, wie man mit dem Lasercutter Rundgravuren durchführt. In unserem Beispiel werden wir ein Glas gravieren. Glas können wir nicht schneiden, aber wir können hier einen schönen Schriftzug eingravieren und das möchte ich euch im heutigen Video zeigen. Als erstes werden wir aber auf den Computer gehen und da die Datei vorbereiten. Wir starten jetzt CorelDRAW, öffnen die Datei, dass wir sie für einen Lasercutter vorbereiten können. Das erste, was wir uns überlegen müssen, ist die Gravierfläche unseres Glases. Die Höhe können wir ganz einfach abmessen. Das ist in dem Fall 35 mm. Das heißt, wir geben bei der Dateihöhe 35 mm ein. Die Fläche, die wir rundherum gravieren, ist schon ein bisschen schwieriger. Wir messen den Durchmesser ab. In dem Fall sind das 69 mm. Durchmesser mal Pi ergibt uns den Umfang. Das heißt, über den Rechner 69 mm mal 3,1415927 sind es 216,76 mm und die geben wir 216,79 mm. Somit haben wir jetzt in CorelDRAW unsere Dateigröße vorgegeben. Das heißt, wir skalieren jetzt unsere Datei auf die Fläche. Wir wollen es nicht die ganze Höhe haben, das heißt, wir machen es ein bisschen kleiner. Aber so können wir uns ungefähr vorstellen, wie groß das auf diesem Glas wird. Nächster Schritt, wir schauen uns die Farbe an. Wir haben hier Zmückfarben, das heißt, das müssen wir umstellen. Und wir haben hier rechts schon unsere vordefinierte Palette, das heißt, linke Maustaste ändert die Füllfarbe, das heißt, wir haben automatisch Füllfarbe, keinen Umriss, das heißt, wir haben nur das Schwarz, das wir auf dem Glas gravieren wollen. Wir markieren das Ganze, weil das ist der Bereich, den wir gravieren wollen, gehen Datei drucken, kommen wieder in das CorelDRAW Druckmenü. Drawtag Engraver ist das Standarddrucker eingestellt. Wir gehen auf Grundeinstellungen. Und hier gibt es jetzt einen wichtigen Punkt. Bei der Größe gibt es Rundgravur. Und wenn man das anklickt, ändert sich rechts auch die Dateigröße oder die Plattmaterialgröße. Höhe 35 mm. haben wir schon eingestellt und auch den Durchmesser vom Glas müssen wir jetzt angeben und das haben wir gesagt, sind die 69 mm. Nachdem wir jetzt die Größe und den Durchmesser eingegeben haben, müssen wir noch das Material auswählen. HappyLab gibt es keine Einstellungen für Glasgravieren. Das heißt, wir schauen auf die Wiki-Seite und da haben wir bei Glas Engrave, schöne Oberfläche, 100, also Speed 100, Power 100 und das tragen wir jetzt einfach in die Materialdatenbank. Glas, machen hier ein neues Material, Trinkbecher, schwarz, gravieren, Leistung 100, Geschwindigkeit 100,
und 1500 ppi. Okay. Somit haben wir unser Material eingestellt. Prozessoption gehen wir auf Standard. Okay. Kommen wir wieder in das CorelDRAW Druckmenü zurück und da bestätigen wir noch einmal mit Drucken und jetzt startet das neue Programm, jetzt startet er den Job Control. Aber als erstes richten wir alles im Lasercutter ein. Ja, bevor wir die Rundgravureinrichtung einbauen, müssen wir mit dem Tisch ganz hinunterfahren, dann das Gerät abschalten, dann können wir die Rundgravur einbauen, anstecken und erst mit dem Neustart erkennt er, dass jetzt die Rundgravureinrichtung angesteckt ist. Das heißt, wir starten einmal, fahren hinunter und dann sehen wir die weiteren Schritte. Jetzt ist der Wabentisch ganz hinuntergefahren. Das heißt, wir können jetzt wieder abschalten und die Rundgravur einbauen. Um das einfacher zu machen, können wir auch die vordere Klappe aufmachen. Wir können dann die Rundgravur an diesen Tragegriffen nehmen und hier drüben einsetzen. Hier muss ich aufpassen, dass diese Nasen gespannt sind. Hier vorne sind zwei Nasen. Links am Wabentisch ausrichten und anstecken. Dann Lasercutter zumachen und das Gerät neu starten. Sobald wir das Gerät neu gestartet haben, erkennt er, dass jetzt hier die Rundgravureinrichtung angesteckt ist. Nach dem Initialisierungsvorgang fährt der Lasercutter in die Mitte, in die Achse der Gravurvorrichtung und ist fixiert. Das heißt, wir können mit dem Bedienfeld den Fokus verstellen, wir können die X-Achse verstellen, aber aus der Y-Achse ist jetzt die Drehrichtung geworden. Das ist ganz wichtig bei der Drehvorrichtung. Und im nächsten Schritt bauen wir jetzt unser Glas ein und fixieren das in der Drehvorrichtung, damit wir das schön in der Krümmung fixieren können. Ja, der nächste Schritt ist, dass wir unser Glas einspannen. Das geht hier ganz einfach. Hier wird es fixiert mit der Schraube. Was man noch überprüfen sollte, ob das Glas wirklich mittig eingespannt ist. Und das kann man hier mit der Y-Achse machen. Und da sieht man, dass sich das Glas schön ruhig dreht. Wir haben es mittig eingespannt. Zum Fokussieren nehmen wir unseren manuellen Fokusstift, setzen mit dieser kleinen Messingnase am Laserkopf an und fahren mit dem ganzen Tisch, mit der Gravureinrichtung, fahren wir hinauf. Ja, und wenn wir fokussiert haben, sind wir bereit, unser Glas zu gravieren. Ja, wir haben jetzt hier wieder die Job Control. Und das Erste, was wir machen müssen, ist den Computer mit dem Lasercutter verbinden. Da haben wir rechts unten ein Icon in Form eines USB-Stickers, USB-Stecker, und wenn wir hier draufklicken, verbindet er die zwei Geräte. Jetzt haben wir wieder unser Fadenkreuz, das heißt, wir wissen jetzt wieder, wo der Laser positioniert ist.
und wir ziehen jetzt wieder unsere Datei auf den Arbeitsbereich. Sobald wir das gemacht haben, zeigt er nicht den normalen Wabentisch an, sondern zeigt uns die Rundvorrichtung an und er dreht auch automatisch unsere Datei. Im CorelDRAW haben wir es waagrecht, wir wollen es waagrecht am Glas. Das Glas liegt aber 90 Grad verdreht im Lasercutter, aber das macht uns die Software automatisch. Also nicht schrecken, wenn die Datei auf einmal verkehrt drinnen liegt. Wir können uns das auch wieder mit der Augenansicht anschauen, wie das dann ausschaut. Auch die Schnittparameter können wir hier oben in der obersten Zeile noch einmal kontrollieren. Falls sie nicht passen, können wir sie über die Materialdatenbank noch einmal anpassen. Gerade beim Glasgravieren immer ein Übungsglas vorher nehmen oder ein extra Glas mitnehmen zum Üben. Das wirklich von der Gravur werten, dass es hier passt. Wenn alles passt, dann kann man einfach mit der Play-Taste den Job wieder starten. Und dann fängt er nach einer kurzen Verzögerung, damit sich der Lüfter initialisieren kann, fängt er an, das zu gravieren. Jetzt ist unser Glas fertig graviert. Das heißt, wir fahren ein Stück hinunter. Wir können das jetzt aus dem Lasercutter rausnehmen und bitte nicht vergessen, nach dem Arbeiten mit der Rundgravureinrichtung die auch wieder auszubauen, damit der nächste User sich über einen schönen Wabentisch freuen kann.